Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Garten- und Pilzkanal. Ja, wir sehen heute wieder ein bisschen was aus und zum allerletzten Mal, wie es aussieht mit dieser Technik hier, sprich mit diesem Bild und dieser Facecam, denn ich habe ja Qualitätsverbesserung versprochen und das heißt, wir werden jetzt dann eine 4K-Kamera ranholen. Die ist schon bestellt. Ich muss das Ganze dann ein bisschen einstellen, aber das nächste Mal sollte das hoffentlich klappen, dass wir hier das Video in 4K haben. Und ansonsten wird auch die Facecam noch qualitativ ein bisschen besser werden, denke ich. Das kriegen wir auch hin. Aber heute geht es darum, dass wir ein bisschen was aussehen wollen, nämlich hier Zwiebeln und Brokkoli. So, jetzt fragen sich bestimmt einige, warum zum Teufel sollte man jetzt Zwiebeln vorziehen? Also viele kaufen die einfach in Netzen, haben wir eigentlich auch immer so gemacht, aber ich denke mir, wenn ich eigentlich immer alles vorziehe, warum sollte ich nicht auch Zwiebeln vorziehen? Letztes Jahr habe ich sie direkt ins Freiland gepflanzt, ohne vorziehen, aber auch das kleine Saatgut. Ja, war ein bisschen schlecht zu überblicken, wann jetzt wo hier eine Zwiebel aufgeht. Deswegen versuche ich es dieses Jahr mal mit vorziehen, das ist der Hintergrund. So, hier drin sehen wir unser Zwiebelsaatgut. Hier der etwas nähere Blick drauf, also das sind einfach so schwarze kleine Körnchen. Und deswegen ist das draußen immer ein bisschen schwierig, wenn da was runterfällt. So, ich habe mir hier so kleine Becherchen vorbereitet. Ich werde hier voraussichtlich immer zwei reinstecken. Einen hier und einen hier, so diagonal. Ich zeige es auch hier nochmal, so und so. Habe festgestellt, der Löffelstiel eignet sich wirklich gut, um damit die kleinen Löchlein zu machen. Und dann nehmen wir einfach den Samen und lassen den da reinplumpsen. So, das ganze Loch hier muss nicht sonderlich tief sein. Der Samen soll nicht zu weit runter, aber natürlich auch nicht zu weit hoch. Weil, ja, dann sitzt er viel zu locker beim Aufgehen, sage ich jetzt mal. Sagen viele, wow, das ist wieder eine tolle Angabe, nicht zu tief, nicht zu weit oben. Ja, so ein Zentimeter ist ausreichend. In der Regel handhabe ich das Ganze auch so, dass ich, nachdem ich gepflanzt habe, noch ein bisschen Erde oben drauf streue, dass die Samen auch wirklich tief genug sitzen und komplett bedeckt sind. Ansonsten die Paprika sind auch schon aufgegangen, die wir gesät haben. Ein paar muss ich noch nachsehen. Leider, es sind zwar von der F1 Blockpaprika alle fünf aufgegangen, also 100% Keimrate, aber eine ist mir leider eingegangen. Das ist ein bisschen schade. Da habe ich kein Saatgut mehr, aber die California Wonder, da fehlen noch ein paar. Da muss ich nochmal nachsehen. Ja, wie das jetzt mit dem Zwiebelsäen so ist, das könnt ihr euch vorstellen. Ihr habt es gesehen, ich mache ein paar Löcher, stecke die rein und deswegen mache ich das jetzt hier mal schon im Schnelldurchlauf fertig. Okay, das eine Becherchen ist hier komplett besät mit Zwiebeln. Das mache ich später auch noch mit dem hinteren. Aber jetzt wollen wir noch kurz den Brokkoli machen und ich wollte ja auch noch das Saatgut zeigen, das ich so habe. Beim zweiten dürfte sowieso klar sein, also ja, da ist nichts dabei. Deswegen machen wir hier mal kurz Platz. Jetzt kommen wir zum Brokkoli. Ich habe hier einen Premium Crop F1 Hybride. Den pflanze ich schon seit ein paar Jahren, seit 2-3 Jahren jetzt. Immer auch aus diesem Saatgutpäckchen, die halten auch scheinbar sehr lange, kann man gut lagern zu Hause. Und ich muss sagen, die macht sich immer sehr gut, das werden schöne große Köpfe. Es gibt auch schon ein paar Erntevideos davon auf meinem Kanal. Ich blende euch oben einfach mal ein Erntevideo ein vom Brokkoli, dann könnt ihr mal draufklicken. Und mit dem bin ich sehr zufrieden, deswegen kommt der wieder raus. Hier werde ich so machen, ich mache vielleicht 3 Pflänzchen pro Becher, das wären 15 Pflanzen hier. Und das sollte reichen, wenn nicht alles aufgeht, kann man später noch ein bisschen nachsehen. Dann hat man auch so ein bisschen Zeit versetzt, die Pflanzen, dass nicht alles immer direkt auf einen Schlag reif wird. Das wird auch später noch wichtig. Auch hier, ja, nur ganz kurz, wie ich das mache, ist klar. Und dann kommen wir zum Saatgut. So, Erde ein bisschen andrücken. Dann mal hier mal eine Pflanze, zwei Pflanzen, drei Pflanzen. Hier drei so Löchlein sieht man, oder? Hier, hier und hier. Bis zum Auspflanztermin könnten die da einigermaßen durchkommen miteinander. Das Saatgut zeige ich auch noch schnell. Hier haben wir so bräunschwärzige Kügelchen, die so ein kleines bisschen an Raps erinnern. Und da ist es genau dasselbe. Wir haben unser Löchlein vorgemacht. Wir nehmen den Samen, lassen ihn reinplumpsen. Jeweils einen pro Löchlein. So, hier in alle drei Löchlein ein. Drücken das Ganze wieder ein bisschen an. Geben jetzt dann noch ein bisschen Erde drüber, damit die alle schön bedeckt sind. Und das war das Ganze wieder. So, und hier zeige ich euch mal mein Saatgut, was wir dieses Jahr noch alles raushauen werden in den Garten. Die Gartenfräse ist übrigens auch heute gekommen.
Auf die freue ich mich schon. Da können wir dann bald mal ein Video machen, wenn der Schnee weg ist, wie es denn so aussieht draußen, wenn die in Einsatz ist. Und ja, da fangen wir einfach an. Wir haben hier von verschiedenen Seiten auch schon wieder Dreschflegel, Hofjebel, Biogartenversand, Gartenmagie, alles Mögliche. So, ich habe hier, wir werden nämlich noch einen extra Fleck errichten dieses Jahr für, ja, so Beeren und Sträucherzeugs. Also auf jeden Fall haben wir Ananaskirsche, süße Edelkirsche, Hermelinda. Das hier war eine Chili, die ich zusätzlich bekommen habe, aber die schafft dieses Jahr nicht raus, denn die vom Arcadiahof sind schon gesät und aufgegangen. Peperoni pflanze ich auf jeden Fall auch noch jetzt dann am Wochenende, aber da mache ich jetzt nicht wieder ein extra Video davon. Hier heißt Ende Januar bis Februar, da liegen wir also genau im Zeitplan, weil ich gerade das Video mache. Gurken. Markerbsen. Hier wird es gleich mal ein bisschen interessanter. Erdmandeln. Und Erdnüsse. Das könnte ganz interessant werden. Auf die bin ich sehr gespannt, wie sich diese machen. Was klar nicht fehlen darf, sind Radieschen. Es gibt auch wieder rote Rüben. Hier habe ich Zuckermais. Auch davon werden wir zeitversetzt ein paar Reihen anlegen. Erstmal die Packung und dann vielleicht die zweite ein paar Wochen später, dass der auch zeitversetzt geerntet werden kann. So sieht die noch verschlossene rote Beete-Packung aus. Blumenkohl wurde letztes Jahr echt schön, kommt dieses Jahr wieder raus. Rotkohl und Weißkohl, ja. Mit denen, ich weiß auch nicht. Vor zwei Jahren hatte ich haufenweise Rotkohl, aber es ging mir nicht ein Weißkohlpflänzchen so richtig bis zum Ende Vollgas durch, sondern die sind irgendwie so rumgehungert. Viele gingen dann ein und ich hatte am Ende nur zwei, drei. Dafür war der Rotkohl riesengroß und zahlreich. Letztes Jahr war es genau umgekehrt. Der Rotkohl wollte überhaupt nicht, dafür ist der Weißkohl wohl abgegangen. Also, ja, schauen wir mal, ob wir dieses Jahr beide zu schaffen. Das kann ja nicht sein, dass pro Jahr immer nur einer der beiden was wird. Also, da greift man wieder an. Und Superschmalz-Kohlrabi im Klassiker. Ein Möhren-Regenbogen-Mischungsmix hier. Denn da sind verschiedene dabei. Die roten, ja, so weißliche, gelb-orangelich hier. Und die werden stellenweise richtig groß. Also da habe ich schon Riesenteile geerntet mit 700 Gramm. Das ist ein sehr interessanter Mix hier. Zucchini. Die Runde, die ist sehr schön, die kann man gut füllen. Romanesco, noch eine Blumenkohlsorte, hatte ich letztes Jahr schon draußen, der war wirklich top. Ja, den Brokkoli haben wir eben gepflanzt, Paprika. Und das hier hinten ist auch noch ganz interessant. Das hier ist alles Riesenkürbissaatgut von mir, von meinen eigenen Riesenkürbissen. Und zwar nicht gerade wenig. Ja, das ist alles von Kürbissen, die über 200 Kilo hatten. Der Rekord war hier. Gut, mal abgesehen von Zucchini-Karottensuppe, da steht es eigentlich an der Seite. Das war ein 522 Eichenseer 2014, das ist die Züchterbezeichnung. Hier können wir noch sehen, dass es ein 944 Zirkelbach X12 war, da ist selbstbestäubt. Der hatte 240 Kilo, oder nee, 254, der hatte sogar 5 Zentner. Und ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr wirklich mit der Gartenfräse so viel Platz schaffen kann, dass wir neben dem ganzen Zeugs hier, und es werden ja auch noch Kartoffeln bestellt, es werden noch Heidelbeeren kommen. Ja, es steht sehr viel an dieses Jahr, dass der Riesenkürbis da auch noch Platz findet und klappt. Aber ich bin guter Dinge und jetzt seid ihr so ein bisschen auf dem Stand. Nächstes Mal dann hoffentlich mit besserer Kamera. Und an dieser Stelle ist das Video schon sehr lange. Das heißt, wir machen Break. Ich sehe noch die Zwiebeln in den zweiten Becher vor und mache dann am Wochenende noch Peperoni. Ja, dann ist alles klar soweit, denke ich. Und ihr seid auch erstmal videomäßig wieder versorgt.